22 Straßenbahnlinien gibt es in Berlin. Braucht die Hauptstadt Nachschub an Zügen, kümmern Sie sich darum. Universaltransport bringt die Schwergewichte von Henningsdorf in Brandenburg nach Berlin. Heute machen das die Lkw-Fahrer Axel Hornoff und Willi Schmohl. Erstmal fängt man ja an, den ganzen Hänger lang zu machen. Das ist ja 25 Meter lang und wir bauen ja dann noch 20 Meter zwischen ungefähr. So, dann fahren wir ran, die Rampe aufbauen, auf- und abstützen und eine schiefe Ebene bauen und dann können wir sie hochziehen. Inzwischen ist der Anhänger des Lkw also 45 Meter lang. Jetzt muss die Straßenbahn darauf gehievt werden. Dafür müssen die Männer die schweren Teile ausklappen und zusammenbauen. Ein Knochenjob, der höchste Konzentration erfordert. Auch Begleitfahrer Thomas Bennert packt mit an. Fällt ein halber Meter. Hä? Genau, was drauf. Der kommt. Vielleicht kriegen wir sie ran geschoben. Nein. Da sind noch Leute hier. 20 cm ungefähr, fehlen. Versuchen wir mal zu schieben. Zuerst versuchen es die drei mit Manneskraft. Doch nichts bewegt sich. Eine Kette zur Verlängerung der Seilwinde muss her. Mit Hilfe der Kette können sie die Bahn so weit nach vorne schieben, bis das Drahtseil alleine lang genug ist, um die Bahn auf den Lkw zu ziehen. Ab jetzt müssen die drei Schwertransportprofis besonders konzentriert arbeiten. Axel? Was? Kommst du rüben? Ich bin hier, ja. Zwei Mann passen links und rechts auf, dass alles glatt geht. Fahrer Willi sichert von seinem Lkw aus, und zwar indem er immer wieder auf die Seilwinde klopft. Ich sitze da oben, damit der Seil vernünftig aufwickelt auf der Seiltrommel. Und dann läuft die Kreuzung quer. Das geht dann, wird nicht richtig aufgewickelt. Das kneift dann übereinander, läuft über Kreuz und dann zerreißt das Seil. Das hätte fatale Folgen. Zum einen ist ein herumfliegendes Drahtseil eine Gefahr für die Arbeiter. Und zum anderen transportieren die drei keine Spielzeugeisenbahn. Der Wert dieser Trambahn ist siebenstellig. Falls es aber doch mal zu einem Unfall kommen sollte, ist Begleiter Thomas zur Stelle. Sicher das jetzt ein bisschen ab, falls wirklich mal ein Seil reißen sollte, damit ein Keil davor liegt, damit sie nicht zurückrollt und die Schiene springt oder so. Ne? Das ist ein richtiger Bremskeil extra für Straßenbahn. Und zur Not sitzt da einer noch drin, der dann die Bremse drückt, den Notaus. Am schlimmsten wäre, wenn die 50 Tonnen unkontrolliert in Bewegung geraten. Doch glücklicherweise verläuft das Aufladen ohne Zwischenfälle. Jetzt müssen wir den Rest mit der Ratsche raufziehen, die 20, 30 Meter, die fehlen, weil eben die Seilwinde nicht mehr hergeht. Die Tram hat 16 Räder. Jedes davon sichert Willi einzeln. Hat die Rutschmatten, damit die Bahn vernünftig steht, gefedert wird und nicht wegrollt. Neben den Matten und der Bremse der Straßenbahn sichern die drei Fahrer den Transport zusätzlich noch mit 16 Ketten, damit die 50 Tonnen auch da bleiben, wo sie sollen. Danach die Rampe wieder zusammenbauen und dann heißt es warten. Bis 22 Uhr. Denn erst ab dann dürfen Schwertransporte durch die Republik rollen. Dann kann es endlich losgehen. Auf los geht's los. Fahrer Willi muss ab jetzt vor allem die kleinen Dinge im Auge behalten. Ich muss auf die Bäume achten, Sträucher, alles, was so im Wege steht. Bevor der Transport seine Reise antritt, muss er erstmal rückwärts vom Firmengelände auf die Straße. Gar nicht so einfach, wenn man über 50 Meter lang ist. Rechts siehst du selbst das Fahrwerk von, ja? Ja, ja. Spiegel hin oder her, eigentlich muss sich Willi auf seine beiden Begleiter verlassen. Die haben hinten alles im Blick. So, Willi, los. Ja, alles klar. Nur wenige Meter vom Startpunkt entfernt wartet bereits das erste Hindernis auf den Koloss. Ein Kreisverkehr ist eigentlich zu eng. Der Kreisverkehr, da sind sie vorher die Strecke abgefahren, die Firma, und hat das geprüft, ob der befestigt ist, der Kreisverkehr, oder auch nicht. Die haben festgestellt, es ist befestigt, deswegen können wir da drüber fahren.
Doch nur durch die Mitte fahren reicht nicht. Der Transport ist viel zu lang für den Kreisverkehr. Axel muss zusätzlich die Nachlenkung bedienen. Hast du die Pumpe schon an, Willi? Die will aber noch nicht so recht. Ja, warte, muss ich erst mal anmachen, dann geht Lenkung nicht, was? Mittels eines Knopfes kann der Fahrer seinem Begleiter das Nachlenken gestatten. Während der Fahrt kann es schon mal vorkommen, dass sich dieser Knopf, der die Hydraulikpumpe freigibt, löst. Über Funk wird sie angesteuert und hydraulisch wird gelenkt. Und zusätzlich werden die letzten 7 Achsen noch mitgelenkt. Die Nachlenkung ist eine Unterstützung für den Fahrer. Lenken muss er trotzdem. Er hat sie auch. Das ist trotzdem noch zwangsgelenkt, aber ich kann zusätzlich eingreifen. Ich kann noch mehr lenken, als er von der Maschine macht. Wenn es rechts zu eng wird, muss ich nach links lenken hinten. Und wenn es links enger wird, muss ich nach rechts lenken. Eine große Hilfe, jahrelange Erfahrung. Und immer wieder gucken. Rechts gucken, links gucken, immer wieder hin und her. Jetzt müssen die drei den Schwertransport an der Verkehrsinsel vorbeibuxieren. Rechts ist gut. Links sind wir auch gleich mit dem letzten Reifen vorbei. So, weiter, weiter, schön langsam. Der Koloss muss jeden Zentimeter Platz ausnutzen. Immer weiter, Willi. Der Fahrer verlässt sich ganz auf die Anweisungen. Am Schild sind wir hinten links vorbei. Durch die enorme Länge ist dem Fahrer die Sicht nach hinten verdeckt. Ja, wir untereinander sollten uns schon blind vertrauen können, dass der Fahrer weiß, was hinten am Hänger passiert. Er kann das ja hinten nicht sehen. Dazu ist es ja noch finster nachts. Das ist logisch. Und da bin ich im Prinzip für ihn das dritte Auge da hinten. Geschafft. Den Kreisverkehr haben sie hinter sich. Der Transport hat die ersten 6 Kilometer zurückgelegt. Auf der Autobahn wird's brenzlig. Ein Auto drängelt sich zwischen LKW und Begleitfahrzeug. Das ist schlecht. Das darf nicht passieren. Was ist das denn hier? Die kein Verständnis haben für solche Transporte, die drängeln sich dann einfach vor und denken, die kommen dadurch schneller, obwohl sie auch nicht gut machen dabei. Im Gegenteil, der Begleiter kann den Konvoi nicht mehr richtig absichern. An der Autobahnausfahrt Berlin-Marzahn wartet die Polizei auf den Schwertransport.